Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Federici, was war das denn für eine Rede? Da versteigen Sie sich und erklären, dieser Gesetzentwurf sei ideologisch. Er sei linksextrem. Linksextrem hat er erklärt. Herr Wanzner klatscht immer bei dem Wort linksextrem, als gelernter Kreuzberger, ich weiß. Meine Damen und Herren, ich will deshalb bei dieser Gelegenheit einer stadtbekannten extremistischen Vereinigung, die linksgrüner Neigung verdächtig ist, zitieren. Diese stadtbekannte Vereinigung sagt zum Mobilitätsgesetz, es sei dabei gelungen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Anforderungen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Individualverkehrs, des Rad- und des Wirtschaftsverkehrs. Und diese Vereinigung sagt weiter, für die Unternehmen und Gewerbetreibenden ist es eine beruhigende Nachricht, dass sich die Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs auch im Gesetz wiederfindet. Bei dieser linksgrünen extremistischen Vereinigung handelt es sich um die Industrie- und Handelskammer Berlin, meine Damen und Herren. Offensichtlich ist die Schwarmintelligenz der Berliner Unternehmerschaft deutlich weiter als die Berliner CDU und von der AfD gar nicht zu reden. Und mit diesem Mobilitätsgesetz schaffen wir die Grundlage für einen zukunftsfähigen Umbau des Verkehrssystems. Und insofern ist dieses Gesetz in der Tat einmalig, weil es das Miteinander der verschiedenen Verkehrsmittel, der verschiedenen Verkehrsträger regelt und auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Und mittlerweile sind andere Kommunen dabei, sich an Berlin ein Beispiel zu nehmen. Meine Damen und Herren, das ist die Zukunft und nicht die Rede von Herrn Federici. Und beispielhaft ist auch das Zustandekommen dieses Gesetzes, nämlich in einem breiten Dialog mit Initiativen, mit der Gesellschaft. Und das ist keine Lobbygruppe, wie es hier genannt worden ist. Das waren nicht die zahlungskräftigen Gruppen, die ihre Anwaltskanzleien vorschicken und Gesetze schreiben lassen und medial Druck ausüben. Nein, das waren Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die sich für ihre Interessen und für das Gemeinwohl eingesetzt haben. Und deshalb recht herzlichen Dank an dieser Stelle für diese Initiative, ohne die das Gesetz nicht zustande gekommen wäre. Und auch wenn die Klimaleugner von der AfD sich darüber lustig machen, ja, mit diesem Gesetz wird auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geschaffen, weil wir werden die Berliner Klimaziele nicht erreichen, wenn auch nicht der Verkehr einen wichtigen Beitrag dazu leistet. Und es wird gleichzeitig einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese Stadt lebenswerter wird, nämlich weniger Stau, weniger Lärm, weniger Schadstoffe. Und das ist eine gute Nachricht für die Berlinerinnen und Berliner. R2G, diese Koalition macht ernst mit dem sozial-ökologischen Umbau, weil alle, die sich damit beschäftigen und nicht ideologisch verblendet sind, wissen, die Probleme der wachsenden Stadt, der wachsenden Mobilitätsbedürfnisse werden nicht gelöst werden durch mehr Autoverkehr, sondern sie wird nur gelöst werden mit einem Ausbau des Umweltverbundes aus öffentlichem Personennahverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr. Das, meine Damen und Herren, ist die Zukunft. Und deshalb wird immer wieder von der Opposition gerne gesagt, wir würden mit diesem Gesetz Klientelpolitik betreiben. Nein, ich sage, das ist Politik für die ganze Stadt und es ist Politik, die von der Mehrheit in dieser Stadt gewollt wird. Denn die Mehrheit in dieser Stadt ist auf den öffentlichen Personennahverkehr, auf Radverkehr und Fußgängerverkehr angewiesen. Das sind die Mehrheit in dieser Stadt und die Autofahrer. Und das Autofahren ist eine Minderheit in dieser Stadt, meine Damen und Herren, die ihre Rechte hat. Und auch das Autofahren leistet einen wichtigen Beitrag im Verkehrssystem. Aber es ist nicht das Dominante, sondern der öffentliche Personennahverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr. Die müssen Vorrang genießen. Und das ist der Zweck dieses Gesetzes, meine Damen und Herren. Und ich zitiere an dieser Stelle mal eine Forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr. Dort sagen 52% der Berlinerinnen und Berliner,
es muss mehr für die Radfahrer getan werden. Sogar 70% sagen, es muss mehr Radstreifen geben. 60% sagen, es muss mehr für den ÖPNV getan werden. Und sogar, das wird Sie erstaunen, sogar die Mehrheit der AfD-Wähler sagt, es muss mehr für den Radverkehr getan werden. Meine Damen und Herren, das leistet dieses Gesetz und dafür legt dieses Gesetz eine wichtige Grundlage. Und deshalb geht Ihr Vorwurf der Klientelpolitik ins Leere. Das ist Politik für die Mehrheit in dieser Stadt und macht Politik für die gesamte Stadt und für das Gemeinwohl in unserer Stadt. Meine Damen und Herren, und deshalb ist es richtig, dass dieses Gesetz die Aufgabe stellt, ein Vorrangnetz für Busse und Bahn zu definieren. Ein Vorrangnetz, auf dem Busse und Bahn Vorrang haben vor anderen Verkehrsteilnehmern, damit Busse und Bahn nicht mehr im Stau stehen. Wenn Sie in den Keller wollen, machen Sie das zu Hause. In der Stadt machen wir das nicht mehr, sondern wir wollen, dass der Verkehr oben auf der Straße stattfindet, in Straßenbahnen, mit dem Fahrradfahren, mit Bussen. Das ist unsere Perspektive und darauf setzen wir mit dieser Koalition und dafür haben wir auch die finanziellen Mittel bereitgestellt. Wir werden die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs steigern, damit Busse und Bahn nicht mehr im Stau stehen. Und das ist übrigens auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil sie dadurch die Umlaufzeiten reduzieren, damit mehr anbieten können. Und das ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, meine Damen und Herren. Und genauso ist es richtig und wichtig, dass wir ein Vorrangnetz für den Radverkehr entwickeln, mit einem flächendeckenden Netz von Radverbindungen auf den Haupt- und Nebenstraßen, mit sicheren Radstreifen und Radwegen, die teilweise abgetrennt sind und gesichert sind gegenüber dem Autoverkehr. Wir wollen Fahrradschnellwege und wir wollen vor allen Dingen auch Kontrollen, damit die Radstreifen nicht vollgeparkt sind etc. etc. Und wir wollen die Sicherheit. Wir wollen die Sicherheit in dieser Stadt erhöhen. Unser Ziel ist, wir wollen keine Verkehrstoten und deshalb verpflichtet dieses Gesetz an unfallträchtigen Stellen auch schnell Abhilfe zu schaffen. Das ist eine gute Verpflichtung, eine wichtige Verpflichtung und ich glaube, das ist keine ideologische Politik, sondern das ist Politik im Interesse der Menschen. Und das, meine Damen und Herren, bedeutet auch eine Umverteilung des Verkehrsraums. Und das ist keine Diskriminierung der Autofahrer, sondern es ist eine Beendigung der Diskriminierung und der Benachteiligung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Fahrradfahrer, die wir gegenwärtig auf unseren Straßen haben. Das ist die Aufhebung von Diskriminierung und nicht Diskriminierung, was wir mit diesem Gesetz versuchen zu leisten. Und deshalb sage ich Ihnen noch mal, weil die AfD sich da immer drüber freut, wir wollen den Stau auflösen. Und der Stau wird nicht durch den öffentlichen Personennahverkehr. Der Stau wird nicht durch den Radverkehr organisiert, sondern ich zitiere ihn, weil Sie es immer so gerne hören, mal aus einer Untersuchung oder einer Studie des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. Der hat nämlich, ja, genau das Stichwort Straßenbahn nehme ich gerne auf, nämlich eine moderne Straßenbahn, die 200 Personen befördert, braucht 75 Quadratmeter der Straßenfläche. Wollen Sie die gleiche Zahl von Personen mit dem PKW befördern, der durchschnittlich mit 1,3 Personen besetzt ist, brauchen Sie dafür 153 Autos und 1,2 Quadratkilometer Straßenfläche. Meine Damen und Herren, damit ist klar, wovon der Stau ausgeht, wer den Stau organisiert. Wir lösen den Stau auf, indem wir Vorrang für den Umweltverbund gewährleisten, indem wir die Infrastruktur in dieser Stadt umbauen und mehr Raum schaffen für den Umweltverbund und mehr Raum schaffen für mehr Lebensqualität, damit Straßen auch wieder Erlebnisräume sind und nicht nur Orte von Stau, Gestank und Unfällen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.